Die haben nämlich sowas, da geht es um Akkus. Und jetzt schauen wir, ob uns noch jemand was erzählt, obwohl die Messe ja in einer Stunde zu Ende ist. Und jetzt fragen wir mal. Hallo, können wir ein paar Fragen stellen? Wir haben gerade gesehen, dass sie so, Akkuboxen haben, mit denen man sich vielleicht im Notfall versorgen kann. Vollkommen richtig. Hallo, guten Tag, gerne. Und jetzt zeigen Sie mir einfach ein bisschen was, weil von solchen Akkuboxen gibt es ja tausende von Anbietern und Sie werden sicherlich mithalten können oder vielleicht besser sein. Genau, vielleicht schauen wir mal hier hin. Hier ist so ein Akku mit allen Anschlüssen. Das heißt, wir haben hier 12-Volt-Anschlüsse, wir haben auch USB-Anschlüsse, USB-C-Anschlüsse und wir haben hier auch einen Inverter für AC-Spannungen, wo man dann auch AC-Komponenten betreiben kann. Und das Besondere ist, dass wir nicht nur die Box herstellen, sondern wir stellen auch die Batterien selbst her. Das heißt, wir haben im Prinzip die Verantwortung von der Zelle bis zum Endprodukt. Dann brauche ich nicht in China anrufen und sagen, Leute, wir haben ein Serviceproblem, weil die interessiert das nämlich nicht. Aber jetzt gleich kritische Frage, das sind noch amerikanische mit amerikanischer Steckdose, also Vorserienmodelle. Richtig, die Steckdose selbst ist eine internationale Steckdose. Ah, okay. Aber wir haben die Spannung angepasst, das sind 220 Volt und Sie können hier heute auch schon... Ich sehe ja zwar, dass Sie nicht mehr der Jüngste sind, aber ich sage einmal 220. 230. Wir haben natürlich schon seit 30 Jahren. Okay, also 230 Volt kommen raus, sind dann an die Dosen drin, da kriegt man einen Adapter dazu. Nee, man kann die hier reinstecken. Ach, jetzt sehe ich es ja gerade. Sorry, ich bin kurzsichtig. Also man kann hier alles anstecken. Und es heißt also, ich habe ja wieder einen Akkublock. Und damit kann ich welche Energie wie lange rausziehen? Also dieses Modell hier, das ist das 1000er Modell. Das heißt, wir haben 1000 Wattstunden, genau, also eine Stunde Kilowattstunde. Knapp 1000 Watt, genau. Ja, okay. Und auch die Leistungsfähigkeit ist 1 kW. Das heißt, man kann damit auch eine Kaffeemaschine betreiben. Ja, die haben aber schon manchmal 1500 Watt. Wir haben eine Kaffeemaschine hier, die geht zumindest. Ja, okay. Und wie viel kann die kurzzeitig bringen, Leistung? Es geht ein bisschen mehr als 1000, aber es ist für 1000 ausgelegt, für 1000 Watt. Okay, gut. So. Interessantes Teil. Was ich toll finde, ich bin selber Techniker, ich möchte nicht irgendwelche Griffe haben, die oben rausschauen. Ich möchte das auch wo stapeln, wo reinschieben können. Ich finde das andere alles schmarrn, weil der Griff kostet Platz und auch wenn man im Wohnmobil oder sonst wo ist, den kann man rausklappen. Okay, und das ist Ihr größtes Modell? Das ist das größte Modell. Genau, ich will noch kurz was zeigen. Wir haben hier die Anzeige des Ladezustands, SOC-Anzeige, wie viel Energie noch drin ist und wir haben auch eine Prognose, wie lange man die Batterie noch betreiben kann. Man sieht jetzt in dem Fall 56 Stunden, 55 Stunden. Wenn sich die Leistung natürlich ändert, dann wird diese Zahl hier angepasst und es gibt eine neue Prognose. Und jetzt gleich nochmal eine Frage. Ich habe nämlich festgestellt, ich bin da ein bisschen Insider, informiere mich ja dauernd. Dann Bluetooth-Anzeige auch auf dem Handy, da man sagt, ich weiß, wie es meinem Akku geht. Haben wir jetzt bei diesem Modell noch nicht, nee. Okay, gut. Kann aber kommen. Kann kommen, genau. Okay, und diese Batterie, wie lange muss ich die ans Netz hängen? Da gibt es ein eigenes Ladegerät dazu. Richtig, da gibt es eine Aufladefunktion, das ist hier. Und mit der Aufladefunktion kann die Batterie wieder aufladen. Gut, das ist ein ziemlich kleiner Stecker und der kann 10, 20 Ampere. Also der den anderen habe ich übersehen. Genau, der kann höheren Strom. Ja, genau. Und der Hohlstecker hier, der kann, glaube ich, 200 oder 250 Watt Ladegerät anschließen. Okay. Und gibt es eine Möglichkeit mit zwei Stromquellen, weil ich gerade eine Solarzelle rumliegen habe, dass ich die anschließe und dann noch irgendwas Auto anschließe, dass ich dann mehr Power habe, falls die Solarzelle nicht zu viel hat, kann man die parallel mit zwei Quellen? Jeweils immer nur eine Quelle laden. Okay, cool. Und die Quelle muss was für eine Mindestspannung haben? Die Systeme sind unterschiedlich aufgebaut, das hängt von der Größe ab. Also ich denke, es muss ja immer drüber sein über der Nennspannung. Hier kommen wie viel? 12,8 Volt raus oder genau 12? Es wird nämlich überall behauptet, hier 12 Volt, aber in Wirklichkeit sind es bei vielen halt die 12,8 Volt. Genau, das hängt davon ab, ob die Zellen innen drin 4 Zellen sind. Ja, ja. Dann ändert sich die 12 Volt Spannung mit dem Ladezustand der Batterie. Das ist bei dem kleinsten Modell hier auch so. Ah, okay. Aber das ist aber ein schnuckeliges Teil. Das heißt, da ist es so, dass sich die Spannung ändern kann. Und deswegen ist es so, die 12 Volt Ausgänge haben nicht genau 12 Volt, ja, sondern wenn die Batterie schnell, voller ist, 13,8 zum Beispiel, ja, wenn die Batterie leerer wird, geht es in Richtung 12 Volt nach unten. Okay, gut. Okay, dann wissen wir das. Und wenn die Dinger nicht eingeschaltet sind, haben die einen Leerlaufstrom oder nehmen die dann wirklich nichts auf? Weil wenn es so ein Ding rumstehen lässt und es hat bloß 200 mA oder sowas, dann hast du natürlich irgendwann einmal nach einer gewissen Zeit, kann sein, dass es entlädt. Richtig, also wir haben einen geringen Stromverbrauch, aber der ist wirklich sehr gering. Also die kann man über mehrere Wochen stehen lassen und die sind nach wie vor nutzfähig. Okay.
Also ich entschnuckle und das Ding hat, denke ich, weil rechts so ein Gittersee, das Ding hat einen Ventilator drin, wenn er lädt oder auch wenn er einen Spannungswandler betreibt. Genau, richtig. Wenn, das, wenn der Inverter aktiv ist für die AC-Spannung, dann braucht man eine Lüftung, weil wie gesagt bis zu 1 kW Ausgangsleistung, da braucht man einen Lüfter dafür. Okay, und jetzt kommt wieder eine sehr tiefgreifende Frage. Ich als Techniker möchte natürlich alles Mögliche damit machen. So, jetzt hat das Ding 1000 Watt Leistung, aber ich habe zufällig meinen Fahrrad-Akku noch rumliegen mit 48 Volt. Könnte ich die Energie erweitern, dass ich ansteck von extern und dann kann ich nochmal 2 Stunden laufen lassen? Das geht leider nicht. Also der Eingang hier, da kann man Spannung anschließen, ja. Theoretisch auch einen Akku, aber nur zwischen 10 und 30 Volt. Also wenn Sie ein 24 Volt Fahrrad hätten, dann könnten Sie nachladen. Aber nur nachladen, ich kann es nicht parallel betreiben, weil ich muss erst laden. Ich habe natürlich Ladeverluste. Das ist richtig. Also genial wäre es, wenn es einen Hersteller mal gibt, wo ich sage, parallel irgendeinen Block anschließen. Ja. Natürlich muss der Spannungswandler muss natürlich auch dauerbetriebsfähig sein. Ich gehe davon aus, dass dieser Wandler die Stunde aushält und wenn er 3 Stunden laufen würde, gibt er vielleicht seinen Geist auf. Das ist immer das Problem. Aber trotzdem, eine Stunde ist schon mal gut und ich habe alle Anzeigen dort und der sagt mal, wie lange die Kaffeemaschine laufen lassen könnte, falls ich eine 700 Watt Maschine habe. Also richtig. Ich habe einen Reiskocher für Notfälle, Sie werden jetzt lachen, aber wenn ein Blackout kommt, dann machen wir einen Reis und ich habe einen mit 700 Watt. Das würde gehen. Ja, dann kann ich eine Stunde lang mir einen Reis machen, weil es heißt von früher, man kann von einer Handvoll Reis leben. Okay, Spaß muss sein. Okay, jetzt haben wir den Großen gesehen. Wir werden dann auch noch die Internetseite einblenden. Und da haben wir jetzt einen Mittelgroßen, der war da schon 500 Watt. Oder was hat der? Genau, der hat 500 Watt und hat auch 500 Wattstunden Kapazität. Okay. Und auch da ist der Griff natürlich versenkbar. Sehr gut. Und wir haben die gleiche Anzeige. Ja. Okay, ähnlich, alles passt rein. Und Ausgang 12 Volt sind dann unter Umständen bis 13,8 Volt, wenn man irgendwo. Genau, hier steht es auch drauf, zum Beispiel 13,6, wenn es nicht stabilisiert ist. Ah, sehr gut. Dann gibt es eben die Anzeige hier. Okay, und jetzt schauen wir uns den Kleinen an, der ist natürlich sehr schnuckelig, den kann man schon mal irgendwo mitnehmen. Wie viel Leistung hat der? Der Kleinste hat 300 Watt. Eine Stunde lang 300 Watt, genau, ungefähr 300 lang. Watt. Genau, richtig. Okay. Und sonst alles ähnlich. Und wie lang ist die Ladezeit? Also nachdem wir die Ladeleistung ungefähr gleich haben bei allen Geräten über den Hohlstecker, ist er natürlich am schnellsten vollgeladen. Ungefähr 2 Stunden oder weniger als 2 Stunden. Bei dem größten Modell kann es bis zu 5 Stunden dauern. Okay, kann man immer noch damit leben. Klingt alles gut. So, jetzt schauen wir. Und wie gesagt, Bluetooth gibt es noch nicht. Aber die schauen sehr nett aus. Und jetzt kommt noch eine Geräteempfrage. Reiner Lithium-Akku oder Lithium-Ferro, noch was gibt es doch da? Das ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku. Okay, da weiß ich natürlich Bescheid, weil das Ding könnte 10 Jahre lang laufen, weil Sie wie viel 3.000, 4.000 Ladezyklen hätten. Genau, hängt ein bisschen von der Temperatur natürlich ab und vom Ladestrom, aber Sie haben die höchste Lebensdauer von allen Chemien, die wir heute haben. Das rate ich auch jedem, weil die Leute haben natürlich keine Ahnung, sagen, es ist vielleicht ein bisschen schwerer. Aber das Ding kann ich in den 10, 20 Jahren noch betreiben, weil wer tut jeden Tag einmal laden, entladen. Und haben wir 365 Tage, also das ist genial und die Lithium-Akkus halten nicht so lange. Also darum rate ich jedem in unserer Techniksendung, dass man sagt, man soll so einen Akku nehmen, der zwar etwas schwerer ist, aber betriebssicherer. Okay, dann wissen wir das und überall ist ein Ladegerät dabei. Richtig. Gut. Also aber sinnvoller ist es, ja gut, wenn man eine Solarzelle anschließt, hat man die gleichen Wandlungsverluste wie mit dem Ladegerät, vermute ich mal. Genau. Aber Steckdose hat man. Dann vielen Dank und schauen wir uns nochmal die Dinger hier an. Klein, babymäßig. Und hier haben wir den nächsten, 500 haben wir gesagt. Und das ist der mit 1000 Watt. Dann vielen Dank und wir schauen in die Prospekte rein und wir geben einfach eure Internetseite an. Wo werden die gebaut? Natürlich in China. Richtig. Ja gut, kommt keiner mehr umhin. Es gibt Leute, die behaupten, dass hier von hier kann man gut. Aber ich kann sie, darf ich zwar nicht sagen, ich kann sie würgen, wenn was kaputt ist, weil es ist wirklich so. Also eins ist klar, Sie haben ein chinesisches Produkt gekauft und dann sagen Sie, ja kaputt, und dann sagen Sie, selbstverständlich schicken Sie es mir. Ja. Und dann sage ich, ja, ich schicke es, und dann sagt er, aber auf Ihre Kosten. Das heißt, der Versand von so einem Teil für 500 Euro kostet wahrscheinlich 200 Euro. Das ist sehr teuer, richtig. Also alles Katastrophe. Also man muss wirklich schauen, wenn man was kauft, dass man irgendjemand am Krawattel, also nicht persönlich, packen kann, die dann, wo man reden kann, weil mit Chinesen ist es schwierig zum Reden. Richtig. Dann vielen Dank.